Moin Tarek, hast schon gehört? Wir können unsere YouTube-Kanäle bald dicht machen. Ja, die Party ist vorbei. Elektroautos verkaufen sich nicht mehr. Also steht zumindest hier im Internet. Inside EVs, die müssen es doch wissen. Moin Tarek. Hallo Jens. Wie geht's? Hallo Jens, mein Freund. Hi. Ja, wie geht's dir? Du, ich wollte mal kurz mit dir quatschen. Ich habe hier ein Thema. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Warte, ich stelle dich mal kurz auf laut. Sekunde. Du, ich habe gerade gelesen, hier Elektroauto-Absatz bricht ein. Irgendwie 30% weniger Autos verkauft im September als im gleichen Monat vom letzten Jahr. Und sind sogar, glaube ich, über 60% weniger als im August gewesen. Wahnsinn. Sag mal, hast du davon schon gehört? Ich habe davon gehört. Ich habe ja jetzt nicht irgendeinen Artikel dazu gelesen, aber das kriegt man ja schon mit. Ich war heute noch bei meinem Händler, habe mir ein Auto ausgeliehen und da sind wir ins Gespräch gekommen. Er meinte zu mir auch, Tarek, momentan wirklich tote Hose. Also die Nachfrage steht so gut wie bei null und die wissen auch nicht wieso. Weshalb. Natürlich gibt es da einige Gründe, ne, über die wir jetzt gleich quatschen können. Aber auch die anderen Händler von anderen Marken, die ich gefragt habe, tote Hose momentan. Was meinst du denn, woran das liegt? Ja, ich meine, es ist ja völlig klar, das liegt erstmal daran natürlich, dass die Förderung für Gewerbetreibende jetzt ausgelaufen ist zum Ende August. Ne? Da gab es ja noch die Förderung und die ist jetzt bei null. Außer den Steuervorteil, den hat man noch, aber irgendwie war es ja so, dass im August sämtliche Gewerbebetriebe, die ein E-Auto kaufen wollten, die haben das natürlich noch vorgezogen. Deswegen waren die Zulassungszahlen im August auch total gigantisch. Mhm. Und jetzt im September, jetzt haben sie ja alle ihre Autos gekauft und alle, die jetzt kaufen wollen, die haben jetzt keinen Bock mehr, weil die Förderung ausgelaufen ist und die Autos dadurch noch teurer werden. Die sind ja eh schon teuer genug, so E-Autos. Und jetzt für Gewerbetreibende sind sie ja wohl noch teurer und so wie es aussieht, reicht das, damit wir irgendwie 30% Einbruch haben? Jetzt ist es ja so, dass jetzt Ende des Jahres sogar für uns, also Otto Normalbürger, die Förderung auch nochmal reduziert wird. Meinst du, das geht dann auch nochmal runter? Ja, also die Info, die ich momentan habe, du mit Sicherheit auch. Nächstes Jahr gibt es nur noch 3.000 vom Staat und 1.500 Herstelleranteil. Also sind wir für private Leute zumindest bei 4.500. Aber Jens, ich muss dazu noch was sagen. Ich denke, die BAFA-Förderung wurde ja in den letzten zwei Jahren richtig auch ausgenutzt und ich denke, das war auch eine Preisschraube nach oben für die Hersteller. Wir haben das alle ausgenutzt. Also was heißt wir? Ich habe nur den einen Mustang gehabt, aber es haben ja alle anderen auch alle sechs Monate die Autos gekauft und nach Dänemark verkauft. Es gab ja dieses Karussell, ne? BAFA-Karussell hat sich das genannt. Ja, aber das und ist doch schon seit diesem Jahr vorbei, Tarek. Ja, das ist doch schon von gestern. Ich weiß. Nee, aber was ich sagen möchte, das hat die Preise erhöht. Die Hersteller haben gedacht, oh, guck mal, es gibt jetzt momentan so einen Wahn. Also lass uns mal ein bisschen da, 5% da, 3% da, 5% da bei dem Modell. Und die Dinger wurden immer noch gekauft. Und dieses Jahr... Du meinst nicht, das liegt irgendwie an gestiegenen Lieferpreisen, Lieferkettenpreisen, Rohstoffpreisen, sondern das meinst du? Du meinst, die Hersteller haben böswillig aus klarem Gewinnstreben die Preise erhöht, ohne Not? Meinst du, das ist so? Teilweise. Okay. Selbstverständlich. Gewagte Theorie, Tarek. Ja, aber selbstverständlich spielt die... Wieso? Guck dir doch zum Beispiel einen Hersteller, der hat in Frankreich zum Beispiel dasselbe Auto für ein paar tausend Euro günstiger angeboten wie in Deutschland. Warum? In Deutschland gab es dann eine höhere BAFA-Förderung. Okay, ich Punkt, nenne für jetzt dich, keine Namen. Punkt für dich. Aber, warte mal, aber glaubst du denn jetzt, dass die Party hier vorbei ist mit Elektroautos, dass das jetzt einfach komplett runtergeht, abstürzt und die E-Auto-Verkäufe so, diese ganzen Zuwachsraten, die sie jetzt ja die letzten Jahre hatten, das war ja teilweise so Exponentialkurve, das ging immer schneller. Dass das jetzt vorbei ist oder ist das jetzt, meinst du, dass das jetzt nur eine kurze vorübergehende Erscheinung ist? Ich denke, das wird so lange anhalten, bis die Hersteller endlich mal reagieren und endlich mal, anstatt zu versprechen, Autos liefern, die unter, ich sag mal, 35.000 Euro liegen oder 30.000 Euro sogar. Ja, aber Wunschdenken. Ja, ich weiß. VW verspricht ja den ID.2 All für 2000 schlag mich tot. Ja, hör auf. Hey Leute. 25. Die Kiste muss kommen. MG liefert den MG4 Standard zum Beispiel, 50 Kilowattstunden LFP-Akku.
Aber die Kiste ist bezahlbar. Guck mal, der MG4, das ist ja so ein Beispiel. Der ist ja richtig günstig und der geht auch richtig gut im Verkauf, ne? Aber bin zum Beispiel jetzt gerade Aura gefahren, Aura Cat und so. Das ist ja auch chinesischer Hersteller. Oder Nios. Ich meine, die Preissegmente, in denen diese Autos sind, das sind ja keine günstigen Autos. Aura Cat, ich meine, mit dem kleinen Akku geht auch ab 40.000 los, geht noch der Förderanteil ein bisschen runter. Aber der etwas größere Akku, 60 Kilowattstunden, kostet auch 45.000 rund. Und mit ein bisschen mehr Ausstattung bist du bei 47,48. Das ist ja auch nicht billig, ne? Der Händler meinte, also der Händler, der den Oracat hier vertreibt, der konnte das auch nicht verstehen. Aber was jetzt? Was macht Ora jetzt? Du kannst die Kiste für 199 Euro leasen. Ne? Ja, jetzt leasen, kommen die Angebote. Leasen ist das neue Kaufen. Genau, leasen. Weil es ist ja so, die wenigsten von uns gehen zum Händler und schmeißen dann eine Tüte mit 500-Euro-Scheinen drauf und sagen, hier, ich kaufe das Auto jetzt bar für 40.000. Nein, entweder wird finanziert oder geleast. Und E-Autos, ich denke, in den Köpfen ist immer noch drin, komm, ich lease mal lieber, weil ich weiß nicht, ob in 3 Jahren ein Feststoffakku kommt mit 3000 Kilometern Reichweite, wovon ich persönlich nicht genau so schnell ausgehe. Feststoffakku, ja. Genau. Das ist noch ein anderes Thema, meine Akkuspezialität. Übrigens, ich war ja bei dem Aura-Händler, wo ich den Wagen geholt habe, und der hat mir auch gesagt, dass er total überrascht war, wie gut sich dieser Aura-Cat verkauft. Und er hat im Prinzip 100% nur Leasing, ne? Also auch an Privatkunden, quasi ein richtiger Kauf überhaupt nicht. Das sind alles nur Leasingkunden. Das Gleiche kann ich dir über BYD erzählen. Der Atto 3, den kennst du auch, hast du auch getestet, ich auch. Ja. An sich ein gutes Produkt, aber Preis geht so. Ne? Die liegen so bei 37.000 bis 45.000 irgendwo in der Komfort. Naja, nee. Aber 199 Euro Leasingaktion. Und mein BYD-Händler meinte letztens, ey Tarek, die Dinger gehen weg wie warme Semmel. Ja. Aber was passiert nach 3 Jahren? Ich glaube, dieser Einbruch, den wir jetzt haben, das ist wirklich nur vorübergehend. Das wird jetzt sowieso bis zum Ende des Jahres wird sich das wieder gefangen haben, weil auch im Dezember, da wird es dann wieder quasi so Vorwegnahmen geben. Also alle, die jetzt noch ein E-Auto haben wollen, die werden versuchen, dieses Jahr noch eins zu kriegen. Es wird ja auch schon die ersten Händler geben, die dir noch irgendwie die BAFA-Garantie geben werden. Das heißt, wenn der Wagen erst im Januar geliefert wird, wenn du jetzt bestellst, dann kriegst du trotzdem noch vom Händler halt die Prämie, die dir dann vom Start eben nicht mehr gewährt wird. Und deswegen wird es im Dezember nochmal wieder einen Run geben und im Januar dann wieder so eine Kurve nach unten. Aber das war ja schon Anfang diesen Jahres so, wo die Förderung von 6 auf 4,5 runterging. Da hatten wir auch einen Knick, ne? Also Januar, Februar war ja auch ganz mies. Und dann hat sich das alles wieder erholt und dann waren die Steigerungsraten umso höher. Ich glaube, das wird nächstes Jahr auch wieder sein. Also ich glaube, dass sich die Leute erstmal vom Schock erholen müssen, weil der Bedarf an E-Autos ist ja nach wie vor da. Und der Wille der Leute, auf Elektromobilität umzusteigen, zumindest bei vielen, nicht bei allen noch nicht, da arbeiten wir noch dran, genau, der ist ja da. Oder meinst du, da liege ich jetzt falsch? Du liegst vollkommen richtig. Ich gebe dir ein Beispiel von mir. Ja, ich bin ja jemand, der nicht so viel Geld hat oder hatte. Und seitdem du YouTube machst, hast du ja Geld. Ja klar, ich verdiene Millionen über YouTube, ist ja wohl klar. Was fährst du gerade für ein Auto? Bitte? Was fährst du gerade für ein Auto? Was ich gerade fahre, erzähle ich dir gleich, aber erst das noch, okay, lieber Jens. Ich war ja auch immer ein Elektroauto-Verrückter schon seit 4 Jahren, als ich mit den Videos angefangen habe. Ich habe auch deine Videos damals geschaut, deine Südfrankreich-Reisen mit Nasila zusammen zum Beispiel. Ich habe den Owe angeschaut mit den ganzen Model S85er, ne, die der durchgehend immer getestet hatte. Ich war verrückt nach einem E-Auto. Ich wollte so unbedingt ein E-Auto, aber ich konnte mir keinen leisten. Ja? Und ich kenne dieses Gefühl so gut, dass man eigentlich im Kopf dafür bereit ist, aber sich finanziell es nicht leisten kann. Und ich kann diese Menschen wirklich gut verstehen, die einen geringen Einkommen haben, die auf wirklich mal auf die Mark achten müssen, auf den Euro achten müssen. Und für diese Menschen müssen Autos her. Zum Beispiel, aber Autos nicht mit einer mickrigen 20 Kilowattstunden Batterie, nur für den Alltag. Nein, mit denen, die auch mal mit der Familie zum Gardasee fahren können. Ja, also, natürlich. Du brauchst im Prinzip diese 25.000 Euro Autos, die 300 Kilometer Reichweite haben. Also so Stadtautos, ja, genau, das ist dann auch wieder, lohnt sich nicht. So ein Dacia Spring zum Beispiel, okay, da bist du vielleicht nicht so hoch beim Preis, aber der fährt auch nur 200 Kilometer auf der Autobahn, mit vollem, also von voll bis leer. Also damit kommst du nicht weit und dann stehst du eine Stunde an der Säule. Das ist nicht, der MG4 zum Beispiel, den ich fahre, das ist wirklich ein Auto,
was dem Ganzen so nahe kommt. Oder das Tesla Model 3 zum Beispiel. Ja? Er ist nicht günstig, da bist du schon über 40.000 Euro, aber preis-leistungsmäßig, wir brauchen einfach mehr. Also ja, die Hersteller müssen liefern. Ja, mal sehen. Ja. Ne? Also VW, wie gesagt, angekündigt haben sie es ja, aber wann es kommt, wissen wir auch. Das dauert noch Jahre. Aber die Chinesen sind ja die Kandidaten, die das hier irgendwie auf den Markt bringen müssen. Aber da hört man jetzt, gut, der Dolphin soll kommen, der, wie heißt das, Seagull von BYD möglicherweise. Ja, die werden alle. Der hat ja sogar angeblich Natrium-Ionen-Akkus. Ganz was Skurriles, ja. Ja. Mal sehen. Also noch, weißt du, ob die bald lieferbar sind hier? Ja, der Dolphin könnte jeden Moment hier zumindest in Köln ankommen. Und sobald mein Händler den da hat, werde ich ihn auch testen. Ja. Die sind auch schon bestellbar, glaube ich. Aber was ich sagen wollte allgemein zu den Chinesen. Es werden viele kommen, aber nur wenige bleiben können. Zumindest in Europa. Weil wenn du dir NIO anschaust zum Beispiel, die haben ja richtig stolze Preise, mein Freund. Ich meine, das Auto, du bist den ja auch gefahren. Das Auto ist top verarbeitet, wirklich. Das Auto ist luxuriös ausgestattet. Aber die haben null Image. Null. Wenn du BMW sagst, wenn du AMG sagst, wenn du Tesla sagst in der E-Mobilität, dann ist das ein Begriff für jeden. Aber NIO und dann noch mit diesen Abo-Preisen, hör mal, also die haben sich da echt einen Strick gedreht, ne, mit diesen Abo-Preisen. Du bist da für ein ET5 1060 Euro los. Ich bitte dich, also das geht gar nicht. Ganz ehrlich, dieses Batterie-Abo, das leuchtet mir so irgendwie auch nicht wirklich ein. Das gab es ja so ähnlich schon mal bei Renault mit der Zoe. Damals meine erste Zoe, die war ja von 2015 Baujahr und da war auch der Akku war zur Miete. Heute sagt man halt nicht Miete, sondern Abo. Ja, aber das ist das Gleiche gewesen. Ich habe halt 60 Euro im Monat bezahlt für 22 Kilowattstunden. Und das Problem war, dass ich halt den Wagen zwar besaß, aber den Akku nicht. Und als ich den Wagen als Gebrauchtauto verkaufen wollte, da musste ich ja auch diesen Mietvertrag für die Batterie mitverkaufen. Und das war total schwer, den Wagen da wieder loszuwerden, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, wie das bei NIO läuft, das weiß man natürlich nicht. Aber bei der Zoe damals war das ein Krampf. Also weiß nicht, ob das ein tragfähiges Modell ist für die Zukunft. So, lieber Jens, bitte krieg keinen Herzinfarkt. Du hast mich eben gefragt, was ich fahre. Und es fängt hier gerade an, furchtbar zu regnen. Aber bevor ich mich reinsetze, bitteschön. Das ist ein Alfa Romeo Stelvio mit 510 PS. Ja, ich gebe zu, ich oute mich. Ich gehe wieder vom E-Auto zurück zum Verbrenner. Nein. Also die Geschichte dahinter ist, ich habe heute einen E-Kona zu meinem Händler gebracht. Den neuen Kona habe ich getestet. Und der hatte den vor der Tür stehen. Und morgen habe ich eine Autobahnfahrt von knapp 400 Kilometern vor mir. Ich habe gedacht, weißt du was, gib mir doch mal den Alpha. Ja. Das geht nicht elektrisch, ne? 400 Kilometer Langstrecke, klar, verstehe. Nein, hör mal, ich müsste doch 30 Mal laden damit und ich muss ja 1000 Kilometer am Stück fahren. Wobei ich bezweifle, dass der hier mit dem Ferrari-Motor und 510 PS das schafft. Aber was ich sagen und beziehungsweise für mich selber entdecken möchte, wie ist es nach 3 Jahren voller Elektromobilität? Ich bin ja von Taycan bis Audi e-tron GT bis Tesla Model Performance alles gefahren. Aber wie fühlt sich so ein PS, naja, Bolide an, würde ich sagen, nach 3 Jahren für einen wie mich, ja, wie fühlt sich das an? Moment, ich muss den starten, so, Dach zu machen. Was heißt hier für einen wie dich? Ich meine, ich bin ja auch früher Verbrenner gefahren und das waren ja immer Mercedese, bin ja hier vom Stern gekommen auf den Tesla und ich weiß ganz genau, dass ich da nicht wieder zum Verbrenner zurück will. Dazu muss ich jetzt keinen Mercedes AMG irgendwas Sport Turbo fahren, das weiß ich jetzt schon. Ich weiß das auch, aber ich wollte für mich wissen, erzeugt das noch Gefühle in mir? You know what I mean? Und, okay. Du willst wissen, ob die Liebe wirklich schon erkaltet ist. Zum Beispiel. Oder? Richtig. Und ich bin ja auch wirklich keiner. Ich bin wirklich der Letzte, der Verbrenner verteufelt und sagt, nein, bloß nicht, bla bla bla. Ich bin ja nicht der Papst, ja. Von mir aus kann jeder fahren, was er will. Ich sag manchmal in den Kommentaren, ja, lalala. Ich sag, fahr doch einen Traktor von mir aus. Ist mir egal, ja. Aber... Ja, ich habe schon ein paar Runden mit denen gedreht, aber ich werde ein Video daraus machen mit echten Gefühlen und mit einem Fazit aus ganzem Herzen. Und ich bin selber gespannt, was am Ende ich alles so sagen werde. Wirklich selber gespannt. Aber eins möchte ich noch sagen. Ja, sorry. Ich bin vor allem auf die Kommentare gespannt, die dann unter diesem Video zu finden sind. Macht ja nichts, mein Gott. Aber das wird ja auch kaum geschaut, davon gehe ich mal aus. Aber was ich sagen will... Leute. Ich warte wirklich sehnsüchtig
dass diese Marke mit diesem wunderschönen Logo Alfa Romeo, wie sich das schon anhört, auf der Zunge zergeht, ja, und mit diesem schönen Cockpit endlich mal ein Elektroauto rausbringen, auch von mir aus mit 500 PS, den sich die meisten nicht leisten können. Aber trotzdem, Alfa ist viel zu spät dabei. Was denkst du eigentlich über die ganze Produktpalette von Stellantis? Ich meine, Alfa ist dabei, Jeep Avenger ist dabei und so weiter und so fort. Ja, von Alfa wird es doch bald was geben. Das wird dann der übliche 54 Kilowattstunden Akku mit dem gleichen Motor, nur das Chassis ist anders. Oh. Das ist doch so dieser, also ich muss zugeben, Baukasten ist ja schön und Baukasten kann man ja auch verwenden, um die Kosten zu senken. Nur, wenn man die Kosten senken will mit so einem Baukasten, dann sollte das auch beim Endkunden ankommen und nicht nur in der Marge. Also die ganzen Autos, die rausbringen, die sind ja jetzt auch nicht alle wirklich günstig. Und dafür, dass die im Prinzip nur das Blech anders pressen, aber sonst alles immer gleich ist, ich finde es total langweilig, ob ich jetzt einen Fiat 600 teste, einen Jeep Avenger, irgendwie einen Opel Mokka oder diesen Citroën sowieso, wie auch immer heißt, den Namen kann ich mir nie merken. Gleicher Motor, gleicher Antrieb, gleicher es Akku, ist gleiche alles Ladetechnik. Dieselbe Soße. Ja, gleiche Software. Also ich kann verstehen, dass die Leute sagen, da hat man keine Emotionen und das geht mir aber auch so. Ich sehe da gar nicht groß den Unterschied der Autos. Es ist einfach, steht ein anderer Name drauf, das Blech ist anders, aber sonst ist alles das Gleiche. Also. Ich denke jetzt nicht so extrem wie du, was das angeht. Ich denke, man kann ein Produkt vielfältig präsentieren für alle, zum Beispiel wie mich. Ich entscheide auch beim Autokauf eher mit Emotionen anstatt mit Verstand. Zum Beispiel so ein Avenger sieht für mich schöner aus wie ein Opel Mokka zum Beispiel. Ja, tatsächlich ist es so. Tatsächlich ist der Avenger der, den ich mir aus dem Stellantis-Regal am ehesten zulegen würde, weil er mir am besten gefällt. Aber ich meine, ich verstehe, was du meinst, aber irgendwie ist es ja okay, das so zu machen. Ich habe ja auch gar nichts dagegen. Nur wie gesagt, Baukastensystem soll Kosten senken, aber die Autos sind trotzdem noch verdammt teuer. Irgendwie kommt das halt hier nicht an. Da sind wir wieder bei den Kosten, was die Autos eben für den Endkunden dann bedeuten an Investitionen. Und da finde ich, merke ich irgendwie noch nichts davon. Aber das Gleiche hast du auch bei Kia Hyundai Genesis. Oder das hast du auch bei Volkswagen Skoda Cupra, Audi Q4 e-tron ist ein ID4, ist ein Skoda Enyaq. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Es ist auch so, zum Beispiel, wenn ich jetzt den Smart Hashtag One nehme oder den BYD oder den Atto 3 Sieger. Oder jetzt den Aura Cat oder so. Und Aura Cat zum Beispiel hatte im Prinzip fast die gleiche Software drin, also im Backend wie der Smart, nur die Oberfläche ist anders. Aber die gesamte Sprachsteuerung, die Sprachansagen, sogar die Fehler der Sprachansage waren exakt genau gleich wie beim Smart. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ja, ist das, aber das weißt du was, die Hersteller müssen ja auch Kosten sparen. Aber dann stellt sich die Frage, Jens, wozu brauchen wir so viele Autohersteller? Und dann, ne, wenn jeder das Gleiche verkauft quasi, dann kann man ja aus der Stellantis-Gruppe eine Marke machen oder von mir aus nur zwei Marken dalassen, eine sportliche und eine elegante, und den Rest einfach den Laden schließen. Ne? So, jetzt einfach mal so ganz einfach und gefragt, keine Ahnung. Naja, theoretisch kann man die Marken, die Marken kann man mehr oder weniger dann vergessen. Es reicht ja, wenn irgendwo eine Marke Stellantis draufsteht. Und dann gibt es halt den Stellantis Jeep Avenger und den Stellantis 600 oder sonst wie, weil das ist alles derselbe Konzern, nur die Optik ist anders, das Design ist anders, aber sonst ist alles das Gleiche. Ne? Aber letztendlich fehlt mir dann am Ende, wenn man das jetzt mal langfristig denkt, weil wir haben jetzt ja nur eine Momentaufnahme und das Ganze ist ja erst der Anfang, also seit ein, zwei Jahren, aber wenn wir jetzt mal 10, 15 Jahre weiterdenken und 100% aller Stellantis-Marken, was haben die jetzt? Also die Hälfte aller relativ bekannten Automarken gehört doch mittlerweile Stellantis. Und wenn die dann alle das Gleiche liefern, nur jedes Mal unterschiedliches Blech, dann frage ich mich auch, wozu brauche ich dann die Marken noch? Ne? Oder die machen das so, zum Beispiel wie der Fiat 500e, macht dann Fiat, so eine Kleinwagenplattform. Die Mittelklasse macht dann Alfa Romeo mit dem Giulia. Und Geländeklasse macht dann Jeep zum Beispiel, ne? Mit Allrad und so weiter. Also, oder man teilt das halt so auf. Keine Ahnung. Das wäre ich stecke da nicht drin. Ich stecke da nicht drin, keine Ahnung. I don't know. Aber nochmal zurück zu den Zulassungszahlen. Da sind wir jetzt so ein bisschen von abgekommen. Wo waren wir denn genau? Also wir haben ja gesagt, oder du hast auch gesagt, dass du glaubst, dass sich das nächstes Jahr wieder beleben wird. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, allerdings nicht so wie am Anfang. Es kommt darauf an, wie die Hersteller, wie die Preise, was die Hersteller mit den Preisen machen. Ja,
Man muss aber auch die Kirche im Dorf lassen, lieber Jens. Ich bezahle mittlerweile für einen Cappuccino fast das Doppelte, was ich vor 2 Jahren bezahlt habe beim Bäcker. Ne? Aber alles ist teurer geworden. Du hast aber trotzdem nicht das doppelte Gehalt, das ist das Problem. Ja, so ist es, danke. Absolut. Ja, ist so. Ist wirklich so, ich weiß. Aber das führt dann zu Konsum, wie nennt man das? Reduzierung. Das führt dazu, dass die Leute sich 5-mal überlegen, hol ich mir Konsumverzicht oder genau oder verlagern auf das nächste Jahr. Wer zum Beispiel dieses Jahr sich ein neues Auto gönnen wollte, denkt sich jetzt, ach komm, weißt du was, lass uns den alten noch ein Jahr fahren, wir gucken mal, was nächstes Jahr ist. Also das, ne? Früher hätten die gesagt, ach komm, wir verkaufen den alten und holen schon mal einen neuen. Also das ist jetzt vorbei bei den Leuten, zumindest bei der Lohngruppe, die unter 4.000 Euro oder 4.500 Euro brutto verdienen. Da ist wirklich nichts zu machen momentan, ist wirklich so. Also ich gebe dir, prinzipiell gebe ich dir auch recht, dass mit den Preisen für die Autos, da sind wir komplett einer Meinung, die sind zu teuer, das ist einfach so. Aber ich glaube, die Entwicklung wird wieder Fahrt aufnehmen. Auch die Gewerbetreibenden, die werden jetzt nach diesem ersten Schock quasi, wobei das war ja kein Schock, weil es plötzlich kam, sondern man wusste das ja vorher, aber nennen wir es mal so, die werden dann nächstes Jahr auch wieder zugreifen, weil da führt auch kein Weg dran vorbei. Ich sehe es ja auch bei uns in der Firma. Die Leute, die Mitarbeiter, die jetzt Dienstwagen bekommen, die wollen auch E-Autos haben, weil sie natürlich auch sehen, Klimawandel und Co., dass das die Zukunft ist. Also es muss im Prinzip ja weitergehen, sonst haben wir sowieso verloren. Wir können jetzt nicht diese gesamte Technologie jetzt ausbremsen und auch die Regierung. Ich weiß nicht, ob die Regierung nicht vielleicht doch nochmal irgendwie Fördertöpfe aufmacht, um das Ganze wieder ein bisschen zu beleben. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, dass das Ganze jetzt wirklich komplett runtergefahren wird. Ich meine, überall im Ausland ist es ja auch so. In den USA bekommst du Vergünstigungen und Förderung. In China wird das Ganze sowieso massiv gepusht und gefördert. Also da weiß ich nicht, ob Deutschland da jetzt wirklich so drauf ist, um das Ganze komplett runterzufahren, weil die wollen ja 15 Millionen E-Autos haben 2030, was momentan absolut utopisch ist. Das war ja schon so. Wie war das? Merkel hat gesagt, 2020 eine Million, ne? Und was hatten wir? 100.000 oder so. Ja, die Prognose ist ziemlich gut gemeint, wirklich. Sehr, sehr, sehr optimistisch. Ich glaube nicht, dass wir auch die 10 Millionen schaffen. Ist unmöglich. Nee, 15 wollen sie, 15. Wo die Gas gegeben haben, muss ich aber zugeben, letztes Jahr vor allen Dingen europaweit auch, die Ladeinfrastruktur. Das ist schon mal gut, zumindest für die Anzahl an Autos, die wir jetzt haben. Und sind wir sogar überbedient teilweise, muss ich sagen. Allerdings lese ich immer noch in den Kommentaren, ich weiß nicht, wie ist das bei dir oder hast du das schon mal erlebt, Jens, dass im ländlichen Gebiet immer noch nichts ist. Irgendwie kann ich das nicht glauben. Oder ist das, erzählen die Leute Mist oder? Ja, das hängt davon ab, wo du bist, ne? Also du hast hier um Bremen rum auf dem Land, da hast du schon Ladestationen, also auch gerade AC, aber auch hin und wieder ein Schnelllader. Aber das ist dann so einer mal, ne, der da so steht, auch jetzt ganz frisch oft. Also die stehen noch nicht lange, aber wenn du weiter weggehst, je weiter du von den Großstädten entfernt bist, desto weniger wird das. Und auch bestimmte Regionen, also auch gerade so Norden oder eben gerade der ganze Osten, Mecklenburg-Vorpommern, da ist das wirklich ganz schlecht. Und das Schlimme ist sogar die touristischen Regionen, also wo ich zum Beispiel letztes Jahr, gut, das ist jetzt schon wieder ein Jahr her, aber an der Ostsee Urlaub gemacht habe. Aber ich sehe es ja auch auf den Karten, wo die Ladestationen verzeichnet sind, Going Electric oder so, oder meine Lade-Apps. Es gibt dort sehr wenig Ladeinfrastruktur, gerade auch was AC angeht und DC auch ganz schlecht und sogar eben in den touristischen Regionen. Und das, finde ich, ist richtig gefährlich, weil die Leute mit E-Autos, wir wissen ja mittlerweile, Langstrecke überhaupt kein Problem, Urlaub überhaupt gar kein Problem. Und wenn du dann aber nicht laden kannst, also ich überlege mir das auch, ob ich irgendwo hinfahre, wo ich laden kann oder ob ich irgendwo hinfahre, wo es weit und breit keine Ladestation gibt. Absolut, auch bei der Hotelauswahl achten wir mittlerweile total drauf. Hotels sowieso, ja klar. Wobei also, ich aber sagen muss, Entschuldigung, ja, sag du? Nee, sag ruhig. Was wolltest du sagen? Wobei ich sagen muss, wo wir jetzt mit dem Cupra Born in Portugal waren, also die Rundreise gemacht haben, quasi durch Südeuropa, in Nordspanien, in San Sebastian, hatten wir extra ein Hotel ausgesucht mit 6 Ladesäulen, also 6 AC-Ladepunkten. Die waren alle von Hotelgästen mit Verbrennern zugepackt. Alle, weil es gab einen Parkplatznot. Und da kann dir auch niemand helfen. Verstehst du, vor Ort gibt es dann nochmal so ein Risiko. Da bist du natürlich abgefuckt ohne Ende. Ne? Ja, ich weiß. Also, aber zum Beispiel bei dem Hotel, wo ich jetzt war, zur To Be Fair elektrischen Community in
Ja. Wie hieß das? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall da in Hamm war das ja, ne? In Hamm, und, ja. Da gab es 6 Wallboxen auf dem Parkplatz, ja. Was ja sehr lobenswert war. Abgesehen davon waren alle belegt, aber sie wollten 15 Euro pauschal haben, wenn du da lädst. Also egal wie lange und wie viel, du musstest 15 Euro bezahlen. Okay. Ja, das ist natürlich auch ein Kurs. Nein, 25 Euro wollten sie haben. Das war richtig heftig. 15 wäre ja noch okay gewesen. 25 Euro. Ich habe da natürlich gar nicht geladen, aber die Wallboxen waren tatsächlich alle belegt. Und das Schöne war ja, es war wirklich quer durch den Garten. Es waren Tesla Model 3 da, es war Ioniq 5 da, es war Enyaq da, es war auch ein BMW, hier, wie heißt der, iX1 da. Also wirklich alle Marken, nein, nicht alle, aber viel verschiedene Marken waren dort und es war eben nicht nur Tesla und das ist auch für mich sehr schön zu sehen, dass du auch auf den Straßen mittlerweile von quasi jedem Hersteller die Autos einfach siehst, also du nimmst sie auch wahr, die sind einfach auch präsent mittlerweile, das ist echt schön zu sehen. Absolut, absolut, absolut. Wir waren ja in Schweden letztens, in Stockholm, und wir sind ja mal kurz auf die Autobahn gefahren mit dem Sieg-A und durch die Orte und Dörfer, aber da hast du gefühlt wirklich die Mehrheit nur E-Autos gesehen. Und das war für mich so ein komisches Gefühl, ne? Bin ich ja von Köln gar nicht so gewohnt. Ich meine, wir sind ja in Deutschland schon ziemlich weit im Vergleich jetzt zu Italien oder so. Aber das fällt dann nochmal auf. Apropos Italien, als wir in Italien waren, waren alle Ladesäulen frei. Weil die italienischen oder was? Da gibt es keine E-Autos. Nur Urlaub. Sehr wenig. Ja, im Vergleich zu Italien, zu Deutschland sehr wenig, wirklich. Ja, klar. Naja, okay, Tarek, ich will es auch nicht zu lange ausdehnen hier heute. Sag mal, war ich schön mit dir zu quatschen. Das sollten wir eigentlich öfter machen. Was hältst du davon? Unbedingt, ich bin dabei. Ob es dann wieder in so einem Alpha wird, einem Verbrenner oder bei meinem MG oder zu Hause bei mir in der Küche, wer weiß, wer weiß. Aber Leute, schreibt doch bitte unten in die Kommentare, was denkt ihr über die ganze Sache, die wir jetzt besprochen haben mit dem lieben Jens? Und würdet ihr das gerne sehen? Würdet ihr uns beide gerne noch weiterhin sehen, dass wir über aktuelle Themen oder nicht aktuelle Themen quatschen? Und ihr könnt uns gerne in den Kommentaren auch Themen vorschlagen. Ne? Das lesen wir dann auch gerne und nehmen das auch gerne zum Herzen, oder Jens? Ja, definitiv. Also Leute, wenn ihr das möchtet, wenn ihr uns öfter mal sehen möchtet, wie wir zusammen telefonieren oder vielleicht treffen wir uns dann endlich mal auch mal. Ja. Das wäre mal eine Maßnahme, dass wir uns endlich mal wieder treffen. Dann schreibt uns das doch bitte in die Kommentare, ob wir so ein Format wie hier, so ein spontanes Telefonat einfach weitermachen sollen, ob ihr da Bock drauf habt. Das wird uns sehr freuen, wenn wir das von euch erfahren. Genau. Und Move Electric Kanal abonnieren, Elektrobeis Kanal abonnieren. Der Jens oder ich, wir werden das auf jeden Fall verlinken unten und als Kommentar anpinnen nochmal, damit es noch leichter ist. Ja, mein Lieber, hat mir definitiv Spaß gemacht und vor allen Dingen auch gut getan, mal über dieses Thema zu quatschen. Ich würde also, wie gesagt, das gerne wiederholen, aber wir gucken mal, wie das so ankommt in der Community. Ja, alles klar, Tarek, dann wünsche ich dir viel Vergnügen mit deinem Verbrenner morgen auf dieser wahnsinnigen Langstrecke von 400 Kilometer. Ich hoffe, du musst unterwegs nicht tanken oder bleibst liegen, weil dir der Sprit ausgeht. Also so eine große Reichweite hat der aber auch nicht, so glaubt mir. Ja, genau. Alles klar, Leute. Okay, ja, dann wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen kurzweilig für euch und vielleicht schaut ihr beim nächsten Mal wieder rein, vorausgesetzt, es gibt eine Fortsetzung. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Dann wird es dann wahrscheinlich immer abwechselnd, mal auf deinem, mal auf meinem Kanal. Das heißt, ihr müsst mal Channel-Hopping betreiben. Aber wahrscheinlich schauen meine Zuschauer dich sowieso und umgekehrt. Und umgekehrt, genau so. Ja, ist so. Und dann, ja, Tarek, würde ich sagen, hau rein, ne? Tschüss, mein Lieber. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, Tarek. Ciao, liebe Grüße, ciao. Und ciao, Leute.